Willkommen, meine Lieblingskinder. Heute erzähle ich euch das Märchen vom Rapunzel. Es war einmal ein Mann und eine Frau, die hatten sich schon lange ein Kind gewünscht und nie eins bekommen. Endlich aber war die Frau schwanger. Sie hatte in ihrem Hinterhaus ein kleines Fenster. Daraus konnten sie in den Garten einer Fee sehen. Der Garten stand voll von Blumen und Kräutern aller Art. Aber es durfte keiner wagen, in den Garten hineinzugehen. Eines Tages stand die Frau am Fenster und sah hinab. Da erblickte sie wunderschöne Rapunzeln auf einem Beet und wurde so lüstern danach. Doch sie wusste, dass sie keine davon bekommen konnte. Deshalb wurde ihr ganz elend zumute. Ihr Mann erschrak und fragte nach der Ursache. »Ach, wenn ich keine von den Rapunzeln aus dem Garten hinter unserem Haus zu essen kriege, so muss ich sterben.« Der Mann, welcher sie gar lieb hatte, dachte, es mag kosten, was es wolle, so willst du ihr doch welche beschaffen. Er stieg eines Abends über die hohe Mauer und stach in aller Eile eine Handvoll Rapunzeln aus. Diese brachte er seiner Frau. Die Frau machte sich sogleich Salat daraus und aß ihn in vollem Heißhunger auf. Es hatte ihr aber so gut geschmeckt, dass sie den anderen Tag noch dreimal so viel Lust bekam. Der Mann sah wohl, dass keine Ruhe wäre, also stieg er noch einmal in den Garten. Da erschrak er gewaltig, als die Fee darin stand und ihn heftig schimpfte. »Wie kannst du es wagen, in meinen Garten zu kommen und daraus zu stehlen?« »Entschuldigung«, sagte er, »meine Frau ist schwanger und hat Heißhunger. Es ist gefährlich, ihr etwas abzuschlagen.« Endlich sprach die Fee, »ich will mich zufrieden geben. Du darfst Rapunzeln mitnehmen, so viele du willst, wofür du mir aber das Kind geben wirst, womit deine Frau jetzt schwanger ist.« In der Angst sagte der Mann alles zu. »Ja gut.« Als die Frau das Kind gebar, erschien die Fee sogleich, nannte das kleine Mädchen Rapunzel und nahm es mit sich fort. Dieses Rapunzel wurde das schönste Kind unter der Sonne. Wie sie aber 12 Jahre alt war, so schloss die Fee sie in einen hohen, hohen Turm. Er hatte weder Tür noch Treppe, nur bloß ganz oben war ein kleines Fensterchen. Wenn nun die Fee hinein wollte, so stand sie unten und rief, »Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter!« Rapunzel hatte prächtige Haare, fein wie gesponnenes Gold. Wenn die Fee so rief, band sie die Haare los und wickelte sie oben um einen Fensterhaken. Dann fielen die Haare 20 Ellen tief hinunter und die Fee stieg daran hinauf. Eines Tages kam nun ein junger Königssohn durch den Wald. Wo der Turm stand, sah er das schöne Rapunzel oben am Fenster stehen. Der junge Königssohn hörte sie mit so süßer Stimme singen, dass er sich ganz in sie verliebte. Da aber keine Türe im Turm war und keine Leiter so hoch reichen konnte, so geriet er in Verzweiflung. Doch ging er alle Tage in den Wald hinein, bis er einstmals die Fee kommen sah, die sprach, »Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter!« Darauf sah er wohl, auf welcher Leiter man in den Turm kommen konnte. Er hatte sich aber die Worte gut gemerkt, die man sprechen musste. Deshalb ging er eines anderen Tages, als es dunkel war, an den Turm und sprach hinauf, »Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter!« Da ließ sie die Haare los und wie sie unten waren, machte er sich daran fest und wurde hinaufgezogen. Rapunzel erschrak nun anfangs. Bald aber gefiel ihr der junge König so gut, dass sie sich mit ihm verabredete.
er solle alle Tage kommen und hinaufgezogen werden. So lebten sie lustig und in Freuden eine geraume Zeit, und die Fee kam nicht dahinter. Doch eines Tages sagte das Rapunzel zur Fee: »Sagen Sie mir doch, Frau Gottel, warum werden mir meine Kleiderchen so eng? Sie wollen nicht mehr passen.« »Ach, du gottloses Kind«, sprach die Fee, »was muss ich von dir hören?« Sie merkte gleich, wie sie betrogen werde, und war ganz aufgebracht. Da nahm sie die schönen Haare Rapunzels. Sie schlug die Haare ein paar Mal um ihre linke Hand, griff eine Schere mit der rechten und ritsch, ratsch waren sie abgeschnitten. Darauf verwies sie Rapunzel in eine Wüstenei, wo es ihr sehr kümmerlich erging und sie nach Verlauf einiger Zeit Zwillinge, einen Knaben und ein Mädchen, gebar. Desselben Tag aber, wo sie Rapunzel verstoßen hatte, machte die Fee abends die abgeschnittenen Haare oben am Haken fest. Und als der Königssohn kam und rief: »Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter«, so ließ sie zwar die Haare herunter, doch wie erstaunte der Prinz, als er statt seines geliebten Rapunzels die Fee oben fand. »Weißt du was?«, sprach die erzürnte Fee, »Rapunzel ist für dich, Bösewicht, auf immer verloren.« Da wurde der Königssohn ganz verzweifelt und stürzte sich gleich den Turm hinab. Das Leben brachte er davon, aber die beiden Augen hatte er sich ausgefallen. Traurig irrte er im Wald herum, aß nichts als Gras und Wurzeln und tat nichts als weinen. Einige Jahre später geriet er in jene Wüstenei, wo Rapunzel kümmerlich mit ihren Kindern lebte. Ihre Stimme deuchte ihm so bekannt. In demselben Augenblick erkannte sie ihn auch und fällt ihm um den Hals. Zwei von ihren Tränen fallen in seine Augen. Da werden sie wieder klar, und er kann damit sehen, wie sonst. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie heute noch ganz glücklich.